yes, I'm grooving. So, meine Freunde, die ist wieder am Start. Herzlich willkommen zu einem erneuten Commentary für mich. Und ja, im Hintergrund seht ihr meine DNA, die ich schon mal gespielt habe. Hab leider kein weiteres Gameplay erspielt. Das Gameplay leckt. Das hat mir einer geschrieben und ich hatte mal geguckt, woran es vielleicht liegen kann. Hab einfach mal die Elgato-Software deinstalliert, neu installiert und dann lief es auf jeden Fall. Jetzt die Gameplays, die ich so testmäßig aufgenommen habe, laufen auf jeden Fall richtig gut und ja, dieses Video ist jetzt eine Real-Life-Story wegen Schule wieder und ja, hauptmäßig ist es wieder unsere gute alte Deutschlehrerin. Ja, ich sag mal den Namen einfach nicht. Und davor, bevor ich anfange, muss ich noch was sagen, nämlich Sascha kann leider keine Videos hochladen, beziehungsweise hat keine Videos in der letzten Zeit hochgeladen, obwohl er so aktiv ist. Das liegt einfach daran, dass sein Laptop abgeschmiert ist. Also entweder braucht er einen neuen, Reparatur, Windows 9 drauf installieren, wie ich ihm gesagt habe. Und ja, deswegen kann er halt keine Videos machen. Das dauert natürlich wieder, wenn alles laufen würde. Elgato Software neu installieren, Sony Vegas wieder drauf tun und alles andere. Deswegen wird sich das wahrscheinlich wieder länger hinziehen, aber ist auf jeden Fall alles gechillt bei ihm. Also er regt sich jetzt nicht stark darüber auf, nur dass seine Pornos wechseln, aber naja, da kann man ja nichts machen. Und ja, ich fange einfach mal an. So, unsere Deutschlehrerin, die kennt ihr ja schon mal, ich habe schon mal von der erzählt. Und ist einfach zu geil. Nämlich, ich musste längere Zeit oder mehrere Arbeiten, sagen wir es mal so, nachschreiben, alles gut. Und Deutsch natürlich auch. Woran es liegt, ganz einfach, ich war ja nicht da, weil ich operiert wurde am großen Zeh, da war ja mein Zeh eingewachsen, dann ist halt wildes Fleisch, dann muss es halt operativ entfernt werden, 2 Spritzen links, rechts, mein Arzt war natürlich so hohl, der rammt die Spritze rein und dann ist dieser Saft da, also die Betäubung und muss sie halt mit der Spritze halt reindrücken, ist klar. Das Ding zapft sich ab, diese Flüssigkeit spritzt auf meinen ganzen Fuß. Und er haut einfach ein trockenes Entschuldigung raus, ne? Ich dachte, Alter, wo bin ich denn gelandet? Hoffentlich wird das noch was, aber es ist gut verheilt in der letzten Zeit. Kann auch wieder richtig gut auftreten und auch laufen. Deswegen war ich natürlich nicht in der Schule, weil Laufen und so ist echt nicht gut. Beine immer hochheben, danach immer der Antibiotika schlucken und, ist halt scheiße, wenn man dann in der Schule sein muss, kann man sich so nicht konzentrieren wegen den Schmerzen. Und da muss ich natürlich nachschreiben, so. Dann habe ich Deutsch nachgeschrieben und die Aufgabenstellung war richtig geil. Ihr müsst euch die mal geben. So einen einseitigen Text von, sagen wir mal, 80, 90 Zeilen, bin mir nicht mehr sicher. Und es geht um einen Jungen, der anscheinend keinen Bock hat auf sein Training. Seine Mutter kommandiert ihn die ganze Zeit rum und sagt, kontrolliert den immer, jo, du musst dahin, du musst dahin, du musst dahin. Jetzt ist schon zu spät, mit Fahrrad fahren, regnet, fahr doch U-Bahn und so einen richtigen Mülltext. Und der Junge sagt so, ja gut, ist noch genug Zeit, bla bla bla. Und der Text ist einfach eigentlich einfach, ja. Der Text ist aber scheiße geschrieben, der ist unglaublich unverständlich, ja. Selbst ein Sachtext, ja, wäre einfacher zu verstehen als so ein dummer Text. Na gut. Auf jeden Fall, man sollte von diesem Text eine Inhaltsangabe machen. Ich bin der Meinung immer noch, dass wir das nicht geübt haben, aber darüber streite ich mich jetzt nicht mit ihr. Und als zweites, ein Tagebucheintrag aus der Sicht des Hauptcharakters in dieser kleinen Kurzgeschichte. So. Dann hieß es halt, wir bekommen eine Stunde Zeit. Das heißt, wir gehen in den Gruppenraum bei uns und schreiben halt nach. Ja? Eine Stunde Zeit haben wir für beide Aufgaben. Da, wo die geschrieben hatten, also meine Mitschüler, die hatten 2 Stunden Zeit. Ja, das heißt, ich habe eine ganze Stunde weniger für die Aufgabe, aber na gut, ist ja egal. Das heißt, ich muss alles gequetscht machen, ich muss den Text kürzer fassen, ich muss es alles zeitgemäß in einer Stunde hinkriegen und. Ja. Das Problem lief eigentlich ganz gut. Ich habe den Text verstanden, habe einen guten Tagebucheintrag geschrieben, alles gut. Nächsten Tag, ich glaube nächsten oder übernächsten Tag, bin mir jetzt nicht so sicher, kam sie dann zu mir an, gibt mir mein Heft hin, also schmeißt es sozusagen schon fast auf den Tisch. Ja, was schon lächerlich war, aber nun gut. Dann legt sie dieses scheiß Heft auf den Tisch. Ich mach's auf, guck's mir so an. 4+.
dachte mir so, nee, ist jetzt nicht dein Ernst, ist jetzt nicht dein Ernst, 4 plus, ist das dein Ernst? Oh mein Gott. So, dann, ja gut, 4 plus, kannst du halt nicht ändern, ne? Dann sagt sie halt, das war schon ziemlich schlecht, ne, sagt sie so einfach, so eiskalt raus, ne, aber so arrogant, so eine arrogante Art, ja. Und ich dann einfach so, ja, war nicht schlecht, ne. So, ja, ist ja, eine 4 plus ist ja nicht wirklich gut, ist ausreichend, es geht, ja. Und ich sag, ist ja nicht schlecht, ja, ist nicht irgendwie, ja, ist ja nicht schlecht, ne, sondern ist ja nicht schlecht, ne, einfach so. Nicht irgendwie Stimme angehoben, tiefer gemacht oder sonst was, ja, damit man denken kann, ich meine irgendwas anderes, möchte sie verarschen oder so. Sie dann sofort, sei mal nicht so frech, ja. Ich fand's schon wieder so geil, ich musste sofort anfangen zu lachen, ne. Und ich sag, ich bin doch gar nicht frech, ne, und sie dann, ich kann deine Note noch verschlechtern. Und das ist eigentlich bei uns so, dass wenn man zum Beispiel einen Test macht, wenn sie jetzt zum Beispiel einen Punkt zu viel gegeben hat, ja, dann kann sie mir den Punkt nicht abziehen und mir zum Beispiel eine 5 geben oder so, sondern, die Note bleibt einfach. So, das Geile ist, aber sie sagt, ja, ich kann das ändern, ne? Und ich so, nee, das können sie jetzt nicht ändern, ne? Sei mal nicht so frech, sei mal nicht so frech, ne? Die geht mir so richtig auf den Sack. Schon die ganze Zeit, egal was, boah, wenn sie nur reinkommt, ist schon schlimm, ja? So, und egal was du machst, wenn du anfängst im Unterricht einfach zu lachen, ne? Einfach... Nicht einfach im Unterricht und ich könnte sagen, ja gut, das stört den Unterricht oder so, ne? Nein, einfach Anfang der Stunde, sie ist gerade erst da, es hat noch nicht mal geklingelt, weißt du? Und ich lach da kurz wegen irgendeinem Witz oder so und sie gleich am Ausrasten, was lachst du denn jetzt schon wieder, ne? Alter, die geht so auf den Sack, ne? Ich finde Lehrer gut, es gibt einige Lehrer, die sind schwul, die... Boah, die kannst du einfach nicht ab, weil die irgendeine dumme Denkweise haben, aber sie ist einfach nur strohdumm, ja? Strohdumm! Ja, einfach in ihrer Lebensart, wie sie einfach da vorne vom Pult steht und mir was erklären möchte von Grammatik und mir dann sagt, oh, die hatte doch mit der und der Lehrerin in dem und dem Schuljahr das und dann müsst ihr wissen und so, ja. Alter, wir hatten eine Lehrerin, die hat, ich kam vom Gymnasium auf die Realschule, das müsst ihr euch mal geben, pass auf. Ich hatte eine Deutschlehrerin und ich bin gewohnt, schön Deutschaufgaben kriegen, die fertig machen und, nee. Das gab's bei ihr nicht. Wir haben nur gelabert. Dann kriegen wir eine Deutschlehrerin, die ordentlich ist, die richtig gut war. Dann ist sie weg. Ich möchte jetzt nicht sagen, warum. Und dann kriegen wir so eine richtig dumme... Boah, nee. Ich sag dazu nichts. Weil... Ah. Wirklich. So was regt mich einfach auf. Und sie geht einfach so pissig weg, weißt du? Und ich habe einfach ganz normal geantwortet. Es war ja nicht dreist oder so. Ganz normal geantwortet. Und sie war gleich so pissig. Ich weiß gar nicht, warum. Aber nun gut. Und dann sagt sie einfach ganz am Ende, ich weiß gar nicht, was ich dir für eine Note geben soll. Im Zeugnis. Ist das ihr Ernst? Es ist die letzte Woche, Schulwoche, und sie sagt einfach, sie weiß gar nicht, welche Note sie mir überhaupt geben soll. Ich habe 2 Zweien geschrieben und eine 4 plus. Und mündlich haben wir irgend so ein dummes Buch gelesen, ja, wo ich immer schön gelesen habe, so gut wie es geht. Und sie weiß nicht, welche Note sie mir geben kann. Wenn sie mir eine schlechter als 3 gibt, ne, da wirke ich richtig eins rein. Das muss mindestens eine 3 sein. Mindestens. Ja? Also sowas. Was will sie mir geben? 4 im Zeugnis. Oh Mann. Auf jeden Fall, ich hoffe, heute hat das Video gefallen. Hab ein bisschen ernster gesprochen. Jetzt nicht so witzig wie am Anfang. Aber na gut. Waren wieder ein paar Versprecher drin. Hab lange wieder längere Zeit nicht kommentiert. Und ich würde einfach mal sagen, schreibt mal in die Kommentare, ob ihr auch so einen Lehrer habt, den ihr richtig hasst. Ja, vielleicht auch eure Deutschlehrerin. Oder wo ihr denkt, Alter, die ist richtig, richtig, so richtig dumm. Ja, die hat vielleicht Wissen, aber sie ist einfach dumm. Ja, Freunde, und ich würde einfach mal sagen, bis zum nächsten Mal. Haut rein. Und lasst natürlich ein Like da, habe ich schon wieder vergessen. Und ciao.